Oh, hallo du, du bist ja immer noch wach. Die Nachtluft duftet so wunderbar. Man kann die Geschichten, die in der Luft liegen, beinahe riechen. Eine Geschichte habe ich heute schon notiert. Sie hat sich genau hier zugetragen, am Haus der Igelbrüder. Möchtest du sie hören? Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter, verloren. Und vielleicht gibt es auch etwas. Vielleicht kann ich. Oh, hallo du, ich habe eine besondere Geschichte für dich. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Splitter verloren und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergisst. Vielleicht kann ich... Das sah ja fast aus, als ob du das mit dem Regen warst. Ja, also ich hab... Oh, oh. Was ist denn, Jerry? Ein Fuchs? Was? Wer bist du? Jerry, sei vorsichtig. Nicht bewegen. Wow. Oh, mein kleines Froschherz rast noch wie verrückt. Zum Glück hatte der Fuchs keinen Appetit auf uns beide. Das war kein einfacher Fuchs. Hast du nicht gesehen, wie viele Schwänze er hatte? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Was für ein Schreck aber auch. Meine liebe Libelle. Der Fuchs ist Richtung Sumpf gesprungen. Ich muss ihm hinterher. Da ist er wieder. Er ist weiter in den Sumpf gesprungen. Sah fast aus, als ob er auf mich gewartet hätte. Nichts wie hinterher. Nanu? Wo ist der Fuchs denn jetzt hin? Liebes Publikum, Sie werden nicht glauben, was ich eben gesehen habe. Du bist eine wunderbare Sternschnuppe für mich. So bist du also schließlich wieder zurückgekehrt zu uns, Kitsune.
Ich hoffe, dass du diesmal länger bei uns weilst. Der Fuchs ist schon wieder weggesprungen. Kitsune heißt er also. Aber wer hat da eben mit ihm gesprochen? Wo ich wohl diesmal gelandet bin? Es ist ganz still hier, als ob es weit und breit keine Menschen gibt. Nur noch mehr von diesen Fuchsstatuen. Aber ich höre ein ganz leises Klingeln oder Läuten. Da hinten im Busch, jetzt sehe ich dort etwas glitzern. Da hängt ein goldenes Glöckchen drin. Ob der Fuchs aus Mauswald die verloren hat? Nichts passiert. Vielleicht liegt es daran, dass sie aus Holz ist und nicht aus Stein. Wer stört meinen Schlaf? Ich kann dich nicht sehen. Doch ich spüre deine Anwesenheit. Kitsune? Bist du es? Der helle Klang deines Glöckchens ist mir unverkennbar. Oh, ich... Du glaubst, du kannst eine alte, blinde Fuchsseele wie mich täuschen? Naja, ich... Ein Mensch täuscht einen Fuchs. Wie wunderbar! Eigentlich wollte ich dem Fuchs nur dieses Glöckchen zurückbringen. Ah, eine edle Geste, ihr den verlorenen Besitz wiederzubringen. Du darfst passieren. Doch... Sei vorsichtig, Mensch. Traue niemals einem Fuchs. Besonders nicht einem wie ihr. Ah, es überrascht, dass du die Güte hast, mir Lebwohl zu sagen. Ich danke dir, Geliebte. Früher oder später hätte es enden müssen. Ja, es ist das Ende der zwitschernden Vögel und grünen Weiden. Jedoch der Beginn des trüben Wassers und des leeren Notizbuchs. Ich muss fort. Ich weiß. Hm.
keine Spur von dem Fuchs. Vielleicht weiß die Frau ja, wo er hin ist.